Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Wind Waker HD. Nachdem wir in der letzten Episode das versunkene Königreich Hyrule getroffen haben oder uns dort umgesehen haben, denn wir haben ja im Turm der Götter diese besondere Glocke geläutet und die Prüfung, die die Götter uns gestellt haben, geschafft. Und damit haben wir dann auch das legendäre Schwert des Helden der Zeit im versunkenen Hyrule erhalten. Und zwar das Master Sword, das Master Schwert hier, was viel länger ist als unser vorheriges Schwert, viel mehr Schaden macht und allgemein auch viel cooler aussieht. Und mit dieser Macht der Götter werden wir uns dann auf zu verwunschene Bastion begeben und einen erneuten Rettungsversuch von unserer Schwester, ja, probieren, ne? Wollen wir das machen? Ja, machen wir so. Gut, und genau das werden wir dann jetzt auch, denke ich mal, erledigen. Es ist auch wieder Tag geworden, die Nacht ist vorbei, wir können an Bord gehen. Der Kurs ist schon richtig gesetzt auf nach Nordwesten. Wird eine, ja, kleine Reise werden. Auf zur unschönen Bastion, die ganz links oben auf der Karte ist. Ein paar Fluss-Octoroks werden uns... Nee, Fluss-Octoroks sind das nicht, Bomb-Octoroks. Fluss. Ja, Fluss im Ozean. Ja, das macht natürlich weitaus mehr Sinn, als ich gedacht hatte. Nee, auf jeden Fall werden uns hier noch ein paar Haie begleiten, ein paar Octoroks. Das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Und ja, die Reise sollte auch nicht so lange dauern, würde ich mal sagen. Was wir natürlich auch, um unsere Reise ein bisschen zu beschleunigen, hätten, wäre der Kanon des Sturms, ein Lied, was wir jetzt ja erst neulich gelernt haben, also noch am Ende der Folge. Da haben wir noch den Kanon des Sturms gelernt, mit dem wir uns über die ganze Karte teleportieren können. Leider nur zu bestimmten Orten, also sprich jetzt nicht zu jedem beliebigen Planquadrat, aber zum Beispiel zu Preludin oder Draconia oder Tantopia. Leider nicht zu verwunschenen Bastionen, wie gesagt, aber ja, na gut. Man sieht die da hinten schon, oder? Ist das die verwunschene Bastion oder? Nee, das ist ein bisschen zu weit gedacht, oder? Nee, muss ein bisschen weit. Nee, das passt so. Die ist da hinten irgendwo. Auf jeden Fall, sie haben hier nochmal Tingles-Insel da hinten irgendwo, ja. Ist jetzt nicht so das Problematische. Portemonnaie ist das nicht, ne? Nee. Nee, Portemonnaie, das ist hinter uns. Das haben wir uns hinter uns gelassen. Guck da hinten. Stimmt. Oh, ein Möwe, yay! Yay, wir retten die Möwentante. Puh. Ja, ich hoffe, wir retten unsere Schwester. Ich hoffe, wir schaffen das. Da hinten ist noch ein Terry-Händler. Das kann man hier auch nicht. Hier auf der Insel kann man noch ein Minispiel bestreiten. Da wartet nochmal der liebe Salvatore auf uns. Da oben seht ihr ihn schon. Und da muss man mit, ja, mit dieser Kanone dort oben, die der Salvatore hat, auch wieder... obwohl, diesmal sind es kleine Schiffchen und keine Seeungeheuer versenken. Sowas jedenfalls in der Gamecube-Version. Ich weiß nicht, wie es in der Wii U-Version ist, aber... Ja, das Minispiel brauchen wir nicht machen. Das hält uns nur auf... Das hält uns nur davon ab, unsere Schwester zu retten. Und das da hinten ist übrigens die Mutter- und Kind-Insel. Fällt mir jetzt gerade so wieder ein. Ja, ja. Die verwunschene Bastion sieht voll komisch aus. Ja, von weit weg sieht die ein bisschen komisch aus, ne? Die haben eine Renovierung gemacht. Ja, die haben gerade umgebaut. Die haben gemerkt, ja, diese Anker, die da runterhängen, sehen nicht so stylisch aus, ne? Ja. Haben sie wahrscheinlich getauscht. Nee, aber was Unglaubliches, guck mal, man sieht da hinten schon diese Fäden von den Ankern, die da drunter hängen. Und was auch cool ist, es ist zwar gerade Tag geworden, aber jetzt, wo wir zur verwunschenen Bastion segeln, wird es auch wieder Nacht. Echt? Ja, es ist einfach so, dass bei der verwunschenen Bastion immer Nacht ist. Es ist einfach so. Guck mal, die Sonne geht voll unrealistisch schnell unter. Oder nicht? Stimmt. Also, es wird immer Nacht sein bei der verwunschenen Bastion. Es ist einfach so. Ich habe da noch nie bei Tag irgendwie die Schwester irgendwie noch ein zweites Mal retten können. Ich meine, ich habe das Spiel so oft durchgespielt, bei mir war immer Nacht. Das kann kein Zufall sein. Oder ich habe es immer im gleichen Tempo durchgespielt. Das kann auch sein. Das wäre lustig. Das wäre lustig, wenn ich immer die gleiche Zeit benötigt hätte. Nee, aber guck, die Sonne geht unrealistisch schnell unter. Würden wir noch schneller segeln, dann würde man das vor allen Dingen sehen. Und eine Flasche, ah egal. Lassen wir die Flasche. Wir werden noch viele Flaschen sehen. Ja, wir werden noch viele Flaschen finden. Zum Beispiel hier vorne direkt, oder? Guck mal, hier ist da direkt eine neue Flasche. Ja. Kriegen wir die, kriegen wir die? Ja, guck mal. Und da schreibt einer, now I'm a Airbender, muhaha. Ja, hat ein Foto von dem Lied des Windes. Guck, komplett düster. Siehst du? Habe ich dir gesagt. Und der hat hier ein Foto gemacht von der Inschrift oder dieser Gedenkschrift. Dieser Tafel, wo das Lied des Windes drauf stand. Genau. Ja, diese Tafel, wo das Lied des Windes drauf stand, hat geschrieben, dass er jetzt ein Luftbändiger ist oder ein Airbender. Yay. Und er schreibt dann noch, ich bitte um Hilfe. Fragt gerade, wer um Hilfe bei einem Foto auf Draconia. Aber ich glaube, das ist jetzt eher... Nebensächlich. So, was mussten wir denn hier machen? Du wirst hier abgeschossen. Ja, wir werden hier abgeschossen. Die Kanonen können wir auch mit unseren Kanonen, oder mit unserer Bordkanone zerstören. Aber ich suche jetzt gerade nur nach dem Eingang. Musste man hier dieses Holz kaputt machen oder gab es den Eingang? Ich bin mir eigentlich sicher, dass es hier einen Eingang gab. Guck mal, da oben ist eine Flasche, oder? So, oder ist das ein Typ?
Das ist ein Typ. Ach, das ist der Typ. Das ist wieder so ein Typ mit so einem Fernrohr. Hast du jemals mit dem gesprochen? Ich glaube nicht. Cool. Ich wusste jetzt gar nicht bis dahin oder bis heute, dass dein Typ ist. Ja, Potz Blitz. Meinst du, ich musste da das Holzding kaputt machen oder wie kam man hier nochmal rein? Tucker einmal rum. Ich tucker einmal rum, genau. Wir können uns die verwunschene Bastion ja auch noch einmal angucken, das ist ja kein Problem. Wenn es hier ein paar mehr Bilder geben würde, wäre es natürlich noch geiler. Oh Gott. Ja, die Bomben bringen das Spiel ein wenig zum Laggen, muss ich sagen. Das Spiel laggt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was die da für einen Mist gebaut haben. Wieso für einen Mist gebaut haben? Das sind halt einfach diese ganzen Explosionen. So, komm, gleich sind das wir ist drüben. Eine Explosion, ne? Ja, eine Explosion, die reicht doch schon. Jetzt sind wir einmal rum. Ich glaube, man hätte da bei dem, vielleicht vorwärts ein bisschen so. Das geht, glaube ich, schneller. Ja, das geht auch schneller. Man hätte da wirklich das Holztor zerbomben müssen. Dann machen wir das so. Mhm. Eieiei, aber das leckt wirklich ein wenig. Da können wir ja nichts für. Das ist ja die Wii U. Das ist ja kein PC, den ich mir jetzt zusammengestellt habe. Ja. Ja, bomb dich. Bomben? Sollen wir uns da hochbomben? Bumm? Jo. Okay, dann hatte ich zuerst den richtigen Gedankengang. Damit können wir dann ein weiteres Mal in die verwunschene Bastion, in die wir... Oh, wie ich mich freue. Ja, in die wir letztes Mal ja grausam hineinkatapultiert worden sind. Du musst vorlesen. Ja, ich muss vorlesen. Ganon weiß sicherlich bereits um unsere Anwesenheit. Na, bei den ganzen Türmen und Kanonen, ja, glaube ich schon. Aber du hast das Master-Schwert auf deiner Seite. Vernichte damit all deine Gegner und befreie deine Schwester. Sei furchtlos. Okay. Ja, wir werden furchtlos sein. Und auch hier wieder. Wie können die denn hier verreckt sein? Guck mal, das ist nur ein Schädel. Die wurden gegessen. Ja, und der Schädel nicht? Nee, die Schmeckt Schädel der Schädel nicht? Nee. Oh, komm, wir nehmen mal die Herzen hier mit. Aber die hatten noch ein Herz im Kopf. Komische Genossen, wer auch immer ein Herz im Kopf hat. Naja gut, auf jeden Fall werde ich, ja, das mag jetzt zwar idiotisch erscheinen, aber ich werde unsere liebe Fee hier einfach mal ganz blöd freilassen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich bin ein Idiot. Ich hätte jetzt entweder die Herzen gar nicht einsammeln brauchen, weil ich die Fee ja benutzt habe. Aber ihr werdet gleich etwas Witziges feststellen. Na gut, hier sind die Scheinwerfer. Da kann uns egal sein, ob wir hier reingehen. Können wir machen, ja, wie wir wollen. Ja, das ist egal. Und hier sehen wir, wo wir eigentlich auch her müssen. Es gibt solche, wie wir es nennen, Pfosten, Schalter, Dornendinger. Ja, jetzt haben sie sich besser abgesichert. Anstatt nur diese Molbelnwächter zu nehmen. Ja, aber hier sehen wir solche Dornendinger, wo wir nicht vorbeikommen. Ich meine, ich will jetzt nicht gegenlaufen, gibt ein bisschen Schaden. Also, ja, müssen wir hier einen anderen Weg nehmen, nicht wahr? Ja. Aber da hält uns der liebe Herr Phantom-Ganon auf. Ein Phantom. Sieht hässlich aus. Ich fand den Ocarina of Time auch schöner. Nein, okay, ich finde sein Design immer noch cool. Und zwar ist das, ja, ein Phantom von Ganon oder auch Ganondorf. Und ja, dieses Phantom hier möchte mit uns ein wenig Tennis spielen. So, hier können wir natürlich auch kontern direkt. Wir können hier direkt zu Konterangriffen ansetzen. Ich wusste gar nicht, dass der auch in Nahkampf geht. Und ansonsten will der mit uns Tennis spielen hier. Na, er schießt nämlich so einen Ball hier. Den müssen wir mit einem Schwert zurückschlagen. Aber ich mache das lieber mit einer leeren Flasche, oder? Das ist so lustig. Scheiß auf das Master-Schwert. Wer braucht die göttliche viel besser, Kraft? Ne? Ja, Flasche. Scheiß auf die göttliche Kraft, ich hab das Master-Schwert. So den, Lichtball einfangen. Ja, mit der Flasche, ne? Nee, aber ich sag mal so, wer braucht das Master-Schwert, wenn man eine leere Flasche hat? Die leere Flasche hat die Kraft! Ha! Ha! Und damit hätten wir ihn ein weiteres Mal fertig gemacht. Der ist voll schlecht. Der ist auch schlecht, hallo, der verliert gegen eine leere Flasche. Und ist jetzt schon tot. Ja, ist ja auch nur ein Phantom. Ist ja nicht der echte Ganon. War ja nur so eine kleine Attrappe. Erinnert mich irgendwie an Bowser. Immer dieses Lachen von Super Mario 64. Das Lachen von Bowser. Das ist bestimmt die gleiche. Gleiche Sprachdatei, genau. Gleiche Sprachsample. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall bekommen wir ein neues Item, womit wir diese Dorn-Dinger da hinten kaputt machen können. Ja, daran kann ich mich eh nicht mehr erinnern. Ja, deswegen spiele ich ja auch. Ja, also ich würde schon den Weg finden. Du hast den Stahlhammer gefunden. Yeah. Du kannst mit ihm Objekte zerschlagen oder Hindernisse beseitigen. Schlägst du auf den Boden, kannst du sogar manche Gegner kurzzeitig gefechtsunfähig machen. Ja, damit können wir so eine kleine Betäubung auslösen. Oder auch an den... Ah, Nenex! Ah, scheiß Nenex. Oh Mann, ich hätte den Stahlhammer demonstrieren sollen. Hätte ich ihn dann schnell ausrüsten können. Damit kann man den nämlich voll geil zerquetschen. Aber was auch noch viel cooler ist, dieser fette Hammer, der auch ein cooles Design hat und... Ach, komm ey! Bam! Platt wie eine Flunder.
Okay. Platt wie eine Flunder sind sie da, die Nenex. Bam. Die werden da runter katapultiert. Bam! Ich finde das so genial. Na gut, Muss ich mal beeilen, ja. Du wirst jetzt voll. Ich werde jetzt hier voll gejagt. Ja, anvisieren. Zack! Und wir können durch. Yay! Yay! Und damit können wir eigentlich die gleiche Route gehen wie letztes Mal. Oh, so viele Nenex. Nein! Was müssen wir dieses Mal machen? Das gleiche. Wir müssen einfach, nur hochlaufen. Ja, wir müssen zur Schwester wieder. Ja. Haben die es nicht alles beseitigt? Nein, nein, nein. Oh ja, guck mal, die haben hier ein paar Wachen aufgestellt, aber komm. Warte. Bam! Bam! Die können doch hier gar nichts. Hm? Haben wir da den Kompass mir irgendwann verkackt? Ich weiß es gar nicht. Kompass oder Schatzkarte, aber. Moment, eigentlich der Kompass, oder? Jo, der Kompass. Den haben wir dann beim ersten Mal nicht mitgenommen. Echt? Zeig mal die Karte. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall können wir hier stylisch da runterspringen und dann darüber. Stimmt, ja. Oder wir können mit Deko. Ach, wir fliegen jetzt nicht mit dem Dekoblatt. Wir machen jetzt zack. So. Und zack. Besser. Ja, und hier muss man dann wieder den Stahlhammer verwenden. Die wollen natürlich, dass man die neuen Spielelemente ausnutzt. Deswegen werde ich auch ein bisschen mit dem Stahlhammer hier rumlaufen. Ja, das ist sehr, sehr sozial. Ja, ich werde auch die neuen Spielelemente nutzen. Ein paar Nenex kaputt hauen. Das Gute ist ja auch, wir brauchen die, die Scheinwerfer nicht mehr auslöschen. Ist ja scheißegal. Wir haben ja ein Schwert. Ist doch kackegal, ob die uns entdecken. Wir hauen die einfach kaputt. Ja, hier gibt's keine Fackeln mehr. Wie heißen die Dinger? Diese Laternen, die vor der Decke hängen. Hier brauchen wir dann doch wirklich das Dekoblatt. Yay. Ja, da habe ich mich aber echt mal früher gefragt, wie kommst du da weiter? Ich wusste echt nicht weiter. Ich habe mich echt gefragt, wie? Wie kommst du da rüber? Und guck mal, da oben ein Mollblin. Rarrr! Aua! Ja, das konnten wir auch demonstrieren. Ich weiß nicht, gab es die schon immer, diese Mollblin-Dinger beim ersten, also seit dem ersten Besuch? Oder gab es die erst beim zweiten? Ja, in einem Raum gab es die. Da gab es immer so einen Mollblin-Kopf, der einen kaputt geschossen hat. Guck, und da unten sind diese Grabscher. Jo, da unten sind die Todesgrabscher, die Floormas, das wie ich sie mal nenne, weil sie so auf Englisch heißen und der Name viel besser ist als Todesgrabscher. Boah, und der Moment, Typ. Die werfen dich jetzt ab. Oh nein! Verbrenne! Komm her, ich hab einen Hammer. Ich hab einen Hammer aus Stahl, aua. Ja, ja gut, ich. Verkämpfe ihn doch einfach nur. Ja, ich hab auch ein. Das war die beste Konterattacke meines Lebens. Yay, ich kann's kaum glauben. So, ey, was war das denn für eine Konterattacke? So, ja, ihr könnt mich mal, ihr seid alle kacke, ja. Ist auch dumm. So, zack, raus. Ja, danke. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Diese Konterattacken, die sind doch auch. Und wieso haben die Ratten Bomben? Scheiße, ey. Nee, aber diese Konterattacke, die war doch mal mega dumm, oder? Ja, ach. Das war doch jetzt mega kacke. Ja. Na gut, jetzt sind wir wenigstens wieder draußen und können den ganzen Weg nochmal neu laufen. Und diese Dinger, die. Scheiß ja auch. Springen wieder hoch, weil die eine Feder haben, bestimmt so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich mache keine Konterattacken mehr. Ja, den Nenex ignoriere ich auch nochmal. Ist ja wenigstens nicht so ein langer Weg. Haben wir wenigstens noch ein bisschen ein paar andere Räume gesehen. Wenigstens wurden wir nicht von den Todesgrabschern gekidnappt. Die hätten einen. Wir doch nur am Anfang des. Ja, genau. Obwohl, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, weil die Todesgrabscher, diese Floormasters, die packen einen und werfen einen am Anfang des Dungeons raus. Das kann später nervig sein, aber jetzt hätte es uns eigentlich sogar Zeit gespart. Na gut. Boah, wow, two of a kind. Wahnsinn. Zwei auf einmal. Schön. Gut, wir sind ja jetzt gleich durch. Ein Glück auch. Oh, und wir haben sogar ein bisschen Leben verloren. Ja, nee, ich verkack nicht. Nee. Ich habe doch Zeit bei Phantomgannon gespart. Ja, wenigstens habe ich da Zeit gespart. Und ich meine, was ist stylischer als Phantomgannon mit einer leeren Flasche zu besiegen? Alles. Nein. WTF, wer wirft hier eine Flaschenpost hin? Ich glaube, die spawnen random. Oder? Ich guck's mir mal gleich an, du kannst ja vorlesen. Warte, ich tippe dir mal die Flasche an, du wenn das gelernt hat. So. Hallo ihr alle. Ja, hallo ihr alle. Was eine wahnsinnig geistreiche Nacht. Sonst du. Musst du den überhaupt bekämpfen? Nee, ich will eigentlich nur von denen noch ein paar Paketten holen. So, der kriegt hier nochmal. Zack, seine Kette geklaut. Ja, und jetzt habe ich kein Interesse mehr an ihm. Du hast seine Lampe auch mitgenommen. Ja, was doch immer. Also das ist echt das Beste. Auch mit der verwunschenen Bastion ist eigentlich auch ziemlich cool. Nur ich mag diese Schleichen am Anfang nicht. Das wäre jetzt hier mit dem Schwert einfach so und mit unserem coolen neuen Stahlhammer. Nur weil du schleichen nicht kannst. Ja, nur weil ich es nicht kann. Aber jetzt mit unserem Stahlhammer hier und mit unserem Master Sword bewaffnet. Ja, komm, oh. So, Herzen musste ich mitnehmen. Da geht das Ganze schon viel besser. Finde ich. Ja. Und diese Scheinwerfer, die bringst du natürlich noch voll. Ja, für andere Leute. Für andere Leute. Wer will bitte hier hin? Piraten. Die Piraten, ja komm. Als ob die Piraten hier eine Chance hätten.
Bam! Und komm du auch noch. Tschüss. So und. Was? Ja, ich muss aber hier. Und weißt du was? Jetzt machen wir das hier komplett anders. Wuhu! Okay. Ja, ich habe die Windrichtung wieder nicht beachtet. So, und Nenek stirbt. Gut, wir pressen uns doch da dran. Ich presse mich doch daran, ja. Ich dachte, hier kannst du stylisch mit dem Dekoblatt rüberfliegen, aber nein, der Wind ist wieder nicht auf unserer Seite. Ach ja. Ich muss gerade die Karte geöffnet, obwohl die Karte eigentlich eher, ja, unnütz ist, wenn ich ehrlich bin. Und wehe, denn Nenek haut mich runter. Stirb, Nenek. So. Oh, magische Energie und Pfeile. So. Der Wind würde aber perfekt in diese Richtung wehen, oder nicht? Aua. Wo kam die Bombe her? Nein, ich will hier aber rüberfliegen. So. Jetzt habe ich auch meinen Willen bekommen. Geht doch. Ah, hier oben sind keine Stacheln mehr. Eigentlich ziemlich dämlich. Hätte man auch solche Dinger hin platzieren können. Aber nein, man platziert hier einen hin. Also, weißt du, was ich hier machen muss, damit dieses Holzding weggeht? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe auch keine Ahnung. Was muss man hier bloß tun? Ich hau mal drauf. Wow, es hat geklappt, oder? Boah. Gut, simples Rätsel. Ich glaube, das war, glaube ich, irgendwie, das schafft keiner, das nicht zu durchschauen. Vor allen Dingen, weil dir ja der Hammer aufgezwungen wird. Ja, der Hammer wird ja aufgezwungen. Jetzt ist doch vorsichtiger. Ja, jetzt guckt er auch, ha? Vogel? Maskierter Vogel? Nicht da, ne? Nee? Nee, sieht nicht so aus, ne? Aber trotzdem noch Angst. Er bangt noch. Ja, gut. Jetzt ist er sich sicher. Möwentante! Link! Oh, sorry. Dir geht es also gut. Das freut mich. Wow. Kann die auch irgendwie nicht so. Wieso kann die nicht mal irgendwie jetzt so. Das ist so voll unpassend eigentlich. Ja, dir geht's gut. Ja, das ist geil. Wieso sagt nicht sowas wie hol mich hier raus oder sowas? So geht die Tür nie auf. Unüberlegt wie immer. Hätten wir nicht diesen Riesenvogel für dich abgelenkt, dann hätte er dich wieder geschnappt und du würdest jetzt um deine Haut planschen. Okay, selbst die zwei Typen sind zu doof, das irgendwie zu öffnen und irgendwie hat Tetra das Master Sword gesehen und dieses Schwert wundert sich darüber. Oh, wo hast du es her? Bist du etwa... Ja, ist es denn die Möglichkeit? Was? Jedenfalls nehmen wir diese Mädchen hier in Verwahrung. Ihre Väter in der Stadt zahlen uns nämlich ein Vermögen für die Kleinen. Oh, aber Ariel ist auch endlich gerettet. Wie schön. Ich will euer rührendes Wiedersehen ja nicht stören, aber... Gibt es da nicht noch etwas, das du zu erledigen hast? Mach dir keine Sorgen um sie. Ich werde sie wohlbehalten nach Hause bringen. Eigentlich sollte ich ja eine Belohnung von ihr verlangen, aber dieses Mal will ich eine Ausnahme machen. Geht aufs Haus. Dein großer Bruder muss da noch etwas erledigen, weißt du? Er wird nicht lange brauchen, also musst du schön brav auf ihn warten, verstanden? Herr Captain, wir müssen uns beeilen. Dieser Riesenvogel ist auf dem Weg hierher. Gonzo, du kommst wie gerufen. Sie hier nehmen wir auch mit. Was? Aber sie ist doch... Tu, was ich sage. Einfach voll panisch. Okay. Ja, noch ein Mädchen mitnehmen. Link! Tschüss. Sie ist schon wieder ganz benommen. Ganz benebelt, ne? Tschüss. Link, sieh zu, dass du zurückkommst. Vor allem auch, wie riesig die Türen sind. Wer soll denn da durch? Und der maskierte Vogel ist ja wirklich wieder da. Der maskierte Vogel. Ja, aber der muss doch, da durch. Der ist wieder da. Und die Möwen, die entspannen da. Sich doch weiter. Da sind noch Brotkrümel. Ja. Und scheiße, das Wasser steigt hinauf. Wie auch immer. Wir sind doch ganz oben. Hä? Ja, weiß ich nicht. Und der maskierte Vogel ist direkt vor uns. Wurde seine Maske geändert? Nee, die Maske wurde nicht geändert. Die ist nur hochauflösender. Gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier bei diesem Bosskampf gegen den Maskenvogel, beziehungsweise Maskenkönig heißt er,
ganz offiziell der Maskenkönig. Ja, aufpassen, dass er uns hier nicht kaputt pickt. Ja, die Bokoblins da, die können wir voll ignorieren. Ja, komm, die kann er selbst essen. Da, wow. Die wundern sich auch, wenn die rausspringen. Hä, was? Schon wer da? Ja, auf jeden Fall müssen wir hier diesen ganzen schönen Turm hochrollen. Ja, die ignorieren wir einfach, wie gesagt. Und dann geht's in einen spannenden 1 gegen 1 gegen den Maskenkönig. Oder Maskenvogel, maskierter Vogel. Ich wollte nur noch nicht den Namen spoilern, bis wir nicht zum Endkampf gegen ihn kommen. Ja, und vor allen Dingen jetzt hier gleich. Genau, da macht er noch hier einmal Dampf, aber Bams! Voll auf den Schnabel. Und jetzt fällt er da runter. Ja, jetzt fällt er runter. Geiler Bosskampf, ne? Tja, Ende. Ja, er ist ersoffen. Schade, ich wollte eigentlich Brathähnchen. Leider haben wir nichts, womit wir ihn anziehen können. Anzünden, natürlich. Aber so ein riesiger Maskenkönig gibt sich natürlich nicht geschlagen. Er kommt natürlich wieder. Yeah. Wow. Kann man den auch diese Federn klauen? Nee, dem kann man keine Goldfeder klauen. Nicht, dass ich wüsste. Können wir ja gleich ausprobieren. Was ist das da für ein Zeichen? Wie, wo, was für ein Zeichen? Hier auf dem Boden? Das ist einfach nur ein Wasserrad? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das für ein Zeichen ist. Auf jeden Fall ist das mein Lieblingsbosskampf. Das ganze Spiel über gibt es viele Bosskämpfe, aber es gibt nur diesen einen guten, genialen für mich hier. Und zwar ist das der gegen den Maskenkönig, wo man hier Dekoblatt wieder ein bisschen zusammen, bam, mit dem Stahlhammer immer wieder auf seinen Schnabel oder auf seine Maske hauen muss. Dann dreht er da seine Runden, wo fliegt er? Da hinten. Und ich finde das irgendwie so richtig genial, wie er da mit seinen Neonfarben hier in der verwunschenen Bastion rumfliegt. Ich finde das so episch inszeniert. Ich finde es trotzdem richtig geil inszeniert. Und dann pickt er gleich wieder in den Boden. Zack. Und nochmal ins auf den Deckel. Gut, einmal noch getroffen. So, und wenn wir ihn jetzt noch ein paar Mal... Wie viele Mal muss man ihn treffen? 3, 4, 5 Mal. Irgendwie so. Ach so, okay. Ich glaube 4 Mal. 3 Mal wäre so das einfache Boss-Schema. Ich glaube aber 4 Mal. Und dann wird er auch, weil man sieht schon, seine Maske ist sehr demoliert. Dann wird er auch ein wenig nachgeben. So. Bam! So, ein drittes Mal getroffen. Jetzt sieht man schon, Maske ist kurz vorm Zusammenfallen. Der Arme. Ja, der Arme. Aber ich sag mal so, selbst schuld, ne? Woher hat der eigentlich die Maske? Die Maske? Keine Ahnung, der hat den Gennendorf aufgesetzt. Gut, er fliegt hier auch richtig schön einmal rum. Wollte ich mitnehmen? Ja, wollte uns mitnehmen. Ja, keine Chance. Ja, guck mal, da geht er nochmal ab. Ratscht da einmal drüber. Aber ich sag mal so, wirklich, der hat keine Chance. Vor allem, wenn er jetzt hier so rumfliegt, zack, da macht er hier nur eher alles kaputt, anstatt dass er irgendwie mal was Sinnvolles bringt. Ich glaube, jetzt macht er auch noch Wind, oder? Macht er noch mächtig Wind? Macht er noch Wind? Ja, er macht noch Wind, oder? Oder? Nee, er hüpft hier so ein bisschen rum, sodass man ihn gar nicht mehr sehen kann. Macht er jetzt noch Wind? Ja, jetzt macht er noch Wind. Ja, jetzt macht er Wind. Dann wird man nicht so abgedrängt. Aber, ja, einfach entgegenrollen, dann soll der Wind nicht stören. So, jetzt pickt er nochmal in den... Nein, pickt er nicht in den Boden? Ja, jetzt haut er nochmal ab. Jetzt möchte er nochmal kurz abhauen. Ja, kein Problem. Haut er nochmal ab. Wo ist er? Da ist er. Wow! Da kommt er nochmal wieder, dreht sich um, ja, jetzt piekt er nochmal in den Boden und was? Da fällt seine Maske ab und ich finde das so genial, jetzt das richtige Design, so, batz, nochmal drauf und zack, zack, zack. Jetzt enthüllt er sein wahres Gesicht, ich finde das so genial, wie so ein aggressiver Truthahn. Vorher fand ich ihn besser. Ich finde die Maske richtig cool, seine roten Augen da und diese, wie nennt man das überhaupt, von dem Hahn da halt, dieses Dings hier da oben. Weißt du, was bei ihm orange ist? Kann man ihm eine Goldfeder klauen? Nein, kann man nicht. Gut, da hast du die Bestätigung. Man kann ihm keine Goldfeder klauen. Und vor allen Dingen, wenn er tot ist, kann man ihm sowieso alles... Ne, da kann man ihm sowieso alles rausrupfen, theoretisch, aber... ja. So eine Riesenfeder. Aber nur theoretisch, denn der Gute fliegt hier hoch mit dem Scheinwerferlicht. Erinnert mich irgendwie an 20th Century Fox, dieses Logo. Und ja, dann explodiert er. Hat wohl irgendwie Reis gegessen. Ja, weil Tauben durch Reis explodieren, oder was? Ja. Ja, oh, seine Federn fliegen noch runter. Ist das nicht schön? Cool. Und das beim Mondschein. Wow. Und als letztes Vermachen hier, als Erbe, hat er uns sein Herz da gelassen. Ja, jetzt nimmst du doch schon auf. Aber es ist so traurig. Nein, als ob. Gut, ja, dann haben wir jetzt 9 Herzen, Ende. Ach ja, nee, auf jeden Fall fand ich das ziemlich cool, diesen Bosskampf. Den gab es auch für Gamescom auf der Demo zu spielen. Und ich fand es einfach cool, dass die für die Demo meinen Lieblingsboss genommen haben. Fand ich richtig gut. Und ich könnte ihn immer wieder machen. Das spoilert doch voll viel. Ach, ja. Vor allen Dingen, ich habe früher immer da gespeichert, um den Boss immer und immer wieder zu machen, weil der einfach so gut war.
läuft. Ja, na gut. Auf jeden Fall sehen wir dann hier diese episch designte Tür, wie ich finde. Ich finde hier alles so richtig cool auf der Wauwunschen Bastion. Ja, obwohl es hat sowas Altes, so mit Tickies und so, diese Schädel hier, ne? Ja, das hat schon was Eigentümliches. Tickies, ja, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, werden wir uns dann in der nächsten Folge, nachdem wir diesen spannenden Maskenkönig-Bosskampf hier hinter uns gebracht haben, oder was heißt hinter uns gebracht haben, nachdem wir zwei epische Bosse bekämpft haben, okay, Phantom Ganon mit der leeren Flasche, ja, mehr oder weniger, aber der Maskenkönig, mein Lieblingsbosskampf, nachdem wir diesen besiegt haben, würde ich sagen, geht es dann spannend weiter in der nächsten Episode, wo wir uns dann Gandalf höchstpersönlich dem Großmeister des Bösen selber stellen und ihn hoffentlich mit dem Master Sword verbannen können, für immer vom Antlitz dieser Welt verbannen. Ist ja schon mal auch gut, dass wir die Schwester gerettet haben, also, ne, Aurin ist frei. Die Möwentante ist frei, das ist schon mal ganz gut. Aber ohne die Möwen. Na egal, die findet schon neue. Auf jeden Fall würde ich sagen, seid gespannt auf die nächste Episode. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch wie immer gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Hey, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Wind Waker HD. Nachdem wir in der letzten Episode das versunkene Königreich Hyrule getroffen haben oder uns dort umgesehen haben, denn wir haben ja im Turm der Götter diese besondere Glocke geläutet und die Prüfung, die Götter uns gestellt haben, geschafft. Und damit haben wir dann auch das legendäre Schwert des Helden der Zeit im versunkenen Hyrule erhalten. Und zwar das Master Sword, das Master Schwert hier, was viel länger ist als unser vorheriges Schwert, viel mehr Schaden macht und allgemein auch viel cooler aussieht. Und mit dieser Macht der Götter werden wir uns dann auf zur verwunschenen Bastion begeben und einen erneuten Rettungsversuch von unserer Schwester, ja, probieren, ne? Wollen wir das machen? Ja, machen wir so. Gut, und genau das werden wir dann jetzt auch, denke ich mal, erledigen. Es ist auch wieder Tag geworden, die Nacht ist vorbei, wir können an Bord gehen. Der Kurs ist schon richtig gesetzt, auf nach Nordwesten. Wird eine, ja, kleine Reise werden, auf zwei unschen Bastionen, die ganz links oben auf der Karte ist. Ein paar Fluss-Octoroks werden uns, nee, Fluss-Octoroks sind das nicht, Bomb-Octoroks. Fluss. Ja, Fluss im Ozean. Ja, das macht natürlich weitaus mehr Sinn, als ich gedacht hatte. Nee, auf jeden Fall werden uns hier noch ein paar Haie begleiten, ein paar Octoroks. Das soll jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Und ja, die Reise sollte auch nicht so lange dauern, würde ich mal sagen. Was wir natürlich auch, um unsere Reise ein bisschen zu beschleunigen hätten, wäre der Kanon des Sturms, ein Lied, was wir jetzt ja erst neulich gelernt haben, also noch am Ende der Folge. Da haben wir noch den Kanon des Sturms gelernt, mit dem wir uns über die ganze Karte teleportieren können. Leider nur zu bestimmten Orten, also sprich jetzt nicht zu jedem beliebigen Planquadrat, aber zum Beispiel zu Preludin oder Draconia oder Tantopia. Leider nicht zu verwunschenen Bastionen, wie gesagt, aber ja, na gut. Man sieht die da hinten schon, oder? Ist das die verwunschene Bastion oder? Ne, das ist ein bisschen zu weit gedacht, oder? Nee, das passt so. Die ist da hinten irgendwo. Auf jeden Fall, sie haben hier nochmal die Tingles-Insel da hinten irgendwo, ja. Ist jetzt nicht so das Problematische. Portemonnaie ist das nicht, ne? Nee, Portemonnaie, das ist hinter uns. Das haben wir uns hinter uns gelassen. Guck da hinten. Stimmt. Oh, ein Möwe, yay! Yay, wir retten die Möwentante. Puh. Ja, ich hoffe, wir retten unsere Schwester. Ich hoffe, wir schaffen das. Dann ist noch ein Terry-Händler. Das kann man hier auch nicht. Hier auf der Insel kann man noch ein Minispiel bestreiten. Da wartet nochmal der liebe Salvatore auf uns. Da oben seht ihr ihn schon. Und da muss man mit mit dieser Kanone dort oben, die der Salvatore hat, auch wieder... jawohl, diesmal sind es kleine Schiffchen und kleine Seeungeheuer versenken. Sowas jedenfalls in der Gamecube-Version. Ich weiß nicht, wie es in der Wii U-Version ist, aber... ja, das Minispiel brauchen wir nicht machen. Das hält uns nur auf... das hält uns nur davon ab, unsere Schwester zu retten. Und das da hinten ist übrigens die Mutter- und Kind-Insel. Fällt mir jetzt gerade so wieder ein. Ja. Die verwunschene Bastion sieht voll komisch aus. Ja, von weit weg sieht die ein bisschen komisch aus, ne? Ja, die haben gerade umgebaut. Die haben gemerkt, ja, diese Anker, die da runterhängen, sehen nicht so stylisch aus, ne? Ja. Haben sie wahrscheinlich getauscht. Nee, aber was unglaublich ist, guck mal, man sieht da hinten schon diese Fäden von den Ankern, die da drunter hängen. Und was auch cool ist, es ist zwar gerade Tag geworden, aber jetzt, wo wir zur verwunschenen Bastion segeln, wird es auch wieder Nacht. Echt? Ja, es ist einfach so, dass bei der verwunschenen Bastion immer Nacht ist. Es ist einfach so. Guck mal, die Sonne geht voll unrealistisch schnell unter. Oder nicht? Stimmt. Also, es wird immer Nacht sein bei der verwunschenen Bastion. Es ist einfach so. Ich habe da noch nie bei Tag irgendwie die Schwester irgendwie noch ein zweites Mal retten können. Ich meine, ich habe das Spiel so oft durchgespielt, bei mir war immer Nacht. Das kann kein Zufall sein. Oder ich habe es immer im gleichen Tempo durchgespielt. Das kann auch sein. Das wäre lustig. Das wäre lustig, wenn ich immer die gleiche Zeit benötigt hätte. Nee, aber guck,
Die Sonne geht unrealistisch schnell unter. Würden wir noch schneller segeln, dann würde man das vor allen Dingen sehen. Und eine Flasche. Ah, egal. Lassen wir die Flasche. Wir werden noch viele Flaschen sehen. Ja, wir werden noch viele Flaschen finden. Zum Beispiel hier vorne direkt, oder? Guck mal, hier ist da direkt eine neue Flasche. Ja. Kriegen wir die? Kriegen wir die? Ja, guck mal. Und da schreibt einer, now I'm an Airbender, muhaha. Ja, hat ein Foto von dem Lied des Windes. Ja. Guck, komplett düster. Siehst du? Hab ich dir gesagt. Hm. Und der hat hier ein Foto gemacht von der Inschrift oder dieser Gedenkschrift. Dieser Tafel, wo das Lied des Windes drauf stand? Genau. Ja, diese Tafel.